Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und es ist mal wieder Zeit für Kulturwelt 3. Nicht die dritte Bakterienkultur, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus dem Kulturbetrieb. ja, und mein guter Kamerad Tom Arte hat wieder schön drei Sachen mitgebracht, die wir Jo. verkosten werden. Hallo Arti, hallo junges Gemüse, genau. Ich wollte mal bisschen mich auf Disney heute konzentrieren, also zumindest die ersten zwei Stories, die gehen um Disney. Und zwar, erstmal sehen die Leute jetzt hier den Browser bei dir? Ich kann Passt ihn das? jetzt einblenden, ja. Genau, da blende ich mal ein. Genau, und zwar haben wir euch vor einer Weile berichtet von dem Remake von dem Schneewittchen-Film, der jetzt kommen soll. Also zur Erinnerung, Schneewittchen, werdet ihr alle kennen, es war so der erste Disney-Zeichentrick-Spielfilm von 1937. Und da soll es jetzt ein Remake geben mit Rachel Zegler in der Hauptrolle. Das ist eine lateinamerikanische Schauspielerin. Und deswegen gab es halt schon die ersten Kontroversen, weil sie, naja, jetzt nicht wirklich aussieht wie Schneewittchen, auch wenn sie, finde ich, eine sehr hübsche Frau ist. Aber da hätte man vielleicht andere nehmen können. So, und ganz besonders kurios war, es sind halt Behind-the-Scenes-Bilder aufgetaucht, wie die sieben Zwerge aussehen werden in diesem neuen Film. Und da seht ihr jetzt hier das Bild. Also diese sieben Zwerge, das sind halt eher sieben magische Wesen gewesen, weil man wollte offensichtlich nicht so dieses kleinwüchsige Stereotyp-Ding bedienen. Also das, man hat halt Angst vor Diskriminierung und Pipapo. Und da hat man gesagt, naja, wir haben halt jetzt hier sieben diverse magische Wesen. Aber Man sieht sowas ja von, hier auf dem ne? Bild, wie die aussehen. Also die sehen, ja, es sind einfach bunt gekleidete, durchmischte Leute, ne? Also du hast hier Ja, für alle was dabei. zwei schwarze Frauen, einen, naja, vielleicht südamerikanisch aussehenden Typen und dann noch irgendwelche Typen, die aussehen wie Hipster mit langen Haaren. Und ein Zwerg. Ja, der ist wahrscheinlich tatsächlich ein Zwerg. Oder es ist die Perspektive, aber ich würde tatsächlich auch denken, der ist klein. Okay, gut. Und das hat so einen Wirbel ausgelöst. Also nicht nur wir haben darüber berichtet, sondern auch wirklich viele größere Kanäle. Und wahrscheinlich hat der Disney-Konzern deswegen umgeschwenkt. Und zwar geh mal bitte auf Nach den zweiten zwei. Tab. Da Ja. sehen wir nämlich, wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst. Oh, nach 88 Jahren. Oh je. Ja. Da kommen Scroll wieder mal bitte ein die bisschen Dogwhistles runter. hier. Ui. Genau, und kannst du das hier groß machen, das Bild? Geht das? Wenn du draufklickst einfach? Oder so? Genau. Und ist wunderschön. Was Und ist denn hier da sehen wir, passiert? ja, aha. Was sehen wir denn hier? Disney hat jetzt ein neues Bild veröffentlicht von dem Schneewittchen-Film. Und was ist hier auffällig? Die Zwerge sind jetzt computeranimiert und sind halt wirklich Zwerge. Und ganz offensichtlich ist Folgendes passiert, dass halt der Shitstorm so gigantisch war, dass sie gesagt haben, ja, das können wir nicht machen. Das können wir nicht bringen hier mit den sieben diversen magischen Leuten. Wir müssen da jetzt irgendwie denen entgegenkommen, aber gleichzeitig wollen wir halt auch keine Kleinwüchsigen hier präsentieren, von wegen Diskriminierung. Und dann werden die halt computeranimiert. So, jetzt haben wir halt Aber dieses erste Bild. war der Punkt nicht von diesen kleinwüchsigen Schauspielern, dass die sich so abgekotzt haben, dass sie nicht mal für diese Schneewittchenrollen gecastet werden auf Kosten der Diversität und jetzt sind sie immer noch arbeitslos? Richtig, Ist das doch super, Problem ja. ist, Auslöser war Peter Dinklage, den kennen vielleicht einige aus Game of Thrones oder aus. Lied vom Feuer und Eis, ja. Ja, genau. Das ist ja auch so ein kleinwüchsiger Schauspieler. Und der hatte nämlich mal irgendwo in einem Podcast oder so sich beschwert über diesen neuen Schneewittchen-Film und gemeint, ja, das könnt ihr doch nicht machen, dass ihr dann da so Kleinwüchsige dahinsetzt, das ist doch Diskriminierung und so. Der hat das halt ausgelöst, dass dann dadurch Disney gesagt hat, nee, ja, der hat vielleicht recht, wir wollen jetzt hier keine Kontroversen haben. Ich meine, Disney ist halt so das Bilderbuchunternehmen, die richten sich einfach nach dem Zeitgeist. Und wenn die jetzt irgendwo riechen, das könnte eine Kontroverse geben, dann beugen die sich Also der die Masse. CDU des Films. Geil. Richtig. Und genauso ist jetzt hier andersrum. Die haben gemerkt, ja, wir kriegen jetzt den Gegenwind dafür, dass wir Schneewittchen so verändern. Und zack, auf einmal werden die Zwerge hier ganz anders. So. Naja, aber ich muss dazu sagen, also wenn diese ganzen neumodischen Filme von denen Kassenschlager wären, dann hätten die nicht drauf gehört auf die Leute. Dann hätten die gesagt, nein, wir machen das so mit diesem, siehe erstes Bild, Leuten, magischen Wesen und ihr könnt da schreien, wie ihr wollt. Aber die Und letzten Disney-Filme waren halt große, große Flops. die waren große Flops, genau, dazu kommen wir gleich. Und Ach noch so. eine eigentlich wichtigere Meldung hier, dieser Schneewittchen-Film, der hätte eigentlich schon relativ bald erscheinen sollen, im März 2024, also das sind 4 Monate, kann man sagen. Aber der Film wurde jetzt ein komplettes Jahr nach hinten geschoben. Und das wird halt genau diesen Grund haben, dass die halt, die werden jetzt wie blöde in der Post-Production den Film noch zu retten versuchen. Also die werden noch Haufen Nacharbeiten machen, um das weniger woke zu machen.
Also erstmal hier die Zwerge Computer animieren. Dann werden vielleicht sogar Nachdrehs fällig, dass man die Story noch irgendwie umändert. Also die Rachel Zegler in den Interviews, das schien ja immer sehr so, ja, Schneewittchen sucht jetzt nicht mehr nach der Liebe, sondern will die Anführerin werden, Ja, die ihr Vater ihr versprochen hat. So, und ja, solche Sachen. Also sehr, sehr dieses Social Justice Ding auch wieder. Und vielleicht wird das jetzt noch entschärft im Laufe des Jahres. das heißt, der Film war de facto fertig gedreht, es ging bloß noch an die Nacharbeit, um Richtig, das richtig. abzurunden, was ja ein bisschen Zeit frisst. Und dann müssen die jetzt alles nochmal neu machen. Richtig, Alles. das. Was Naja, das auch was heißt wieder alles neu kostet. machen, aber es, Nachdrehs, ja, und Nachdrehs sind in Hollywood sehr, sehr teuer. Und wir kennen das also auch von den letzten, ja, so Superheldenfilmen. Da gab es auch viele Nachdrehs, zum Beispiel bei dem neuen The Flash-Film war das auch so. Und diesen Film merkt man das auch immer an, weil man merkt dann, die Filme sind eigentlich anders konzipiert worden und dadurch ist es dann nicht so ein rundes Endergebnis. Also, so war es zum Beispiel bei dem Justice League-Film. Ich habe den selber nicht gesehen, aber habe das ganz oft gelesen. Der sollte eigentlich sehr ernst sein. Das war so eine ernste Superhelden-Alternative, sollte das sein zu den eher lustigen Marvel-Filmen. Dann hat halt einer gesagt bei DC: Naja, nee, nee, mach das lustiger, mach das lustiger. Dann haben Oh die halt den Gott. Ton völlig verändert und dann ist halt ein ziemlicher Flop rausgekommen. Und so könnte es Schneewittchen ergehen. Also das hätte ein guter Film sein können, de facto. Ja, genau. Ich Gut, dann jetzt kommen wir direkt zu Story 2, würde ich vielleicht sagen. Das ist ein bisschen mehr so gehabt. eine Lesestory. Da haben wir hier Jetzt nämlich ein mal. paar schöne Zahlen von Breitbart und die haben mal so überschlagen, was die ganzen Filme von Disney dieses Jahr eingespielt haben. Und ihr seht hier schon die Headline: Disney on track to lose nearly 750 million dollar across 13 films in historic year of box office flops. Also, die haben 13 Filme dieses Jahr veröffentlicht und die waren fast alle Flops. Und wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst, dann haben wir halt auch einzelne Zahlen dazu. Also, die haben Ich wahnsinnig bin miese gemacht dieses Jahr. gerade so richtig erstaunt, dass ich drei von diesen vier Filmen, die hier zu sehen sind, gesehen Ja, habe. bis auf Marvels haben wir, genau, wir haben Wish Ach du gesehen, wir Scheiße. haben Ariel gesehen, wir haben Indiana Jones gesehen und wir haben die auch alle besprochen. Schaut gern Also in unsere Playlist Filmkritiken rein. Also Kinofilme heißt Disney-Überdosis sie, hier glaube ich. tatsächlich. Puh. Okay, schauen wir mal rein hier. Da schauen wir rein, genau hier unten sehen wir es zum Beispiel: Ant-Man and the Wasp. Geh Erstmal, mal ein bisschen näher ran. der hat ein So. Budget gehabt von 275 Millionen Dollar und Break-Even steht jetzt da 550 Millionen ist damit gemeint. Und jetzt werdet ihr euch wundern, na Moment mal, der Film hat 275 Millionen gekostet. Warum muss er denn 550 Millionen einspielen, um sich zu rentieren? Der Grund ist, in dem Budget von 250 Millionen Dollar, das ist nur der reine Film, nur die Filmkosten. Aber man sagt immer bei solchen Filmen, nochmal, genauso teuer ist es Marketing. Und Also Werbung deswegen, und Co. sozusagen. genau, und deswegen musst du eigentlich die doppelten Produktionskosten einspielen, damit du wenigstens auf null bist. Und jetzt sehen wir hier schon bei Ant-Man, der hat nur 476 eingespielt und der kam schon im Februar raus, ist jetzt halt bei, zack, minus 37 Millionen Dollar, mal eben Ist auch so. hart, ne? Für so einen Mini-Superheldenfilm musst du 550 Millionen einnehmen, um den ersten Dollar plus zu machen. Das ist echt hart. Ja, wobei der gar nicht so mini ist natürlich, ne? Also, ich meine, das sieht man ja auch Ja. am Budget, das ist schon eine große Produktion. So, Chevalier kenne ich Das jetzt habe noch nicht. ich Kommt keine Ahnung. anscheinend. Nee. Da stehen auch nicht viele Ist. Zahlen. Gehen wir weiter. Genau, dann haben wir Guardians of the Galaxy Volume 3. Das Wobei, war so, schau mal glaube ich, hier. der. Ja. Ja, gar nichts. Genau, der hat 4,1 Millionen eingespielt. Also, das wird ein ganz kleiner Film gewesen sein. So, Guardians of the Galaxy 3. Das war so, glaube ich, hier das einzige Plus, was Disney dieses Jahr gemacht hat. Also der einzige Film, der sich gerechnet hat. Ich scroll mal runter. Brauchst du nicht machen. Ist Ja, es war das. tatsächlich der einzige Film, der sich gerechnet hat. Der dritte Teil von Guardians of the Galaxy, auch Marvel, auch Superheldenfilm. Habe ich tatsächlich nie geschaut. Ich Weil auch nicht. mir. Ab und an habe ich mal einen Trailer gesehen. Es hat mich nicht so angesprochen, das Setting. Aber okay. Ist das jetzt so eine abgeschlossene Trilogie oder werden die Kuh weitermelken? Die ist jetzt erstmal abgeschlossen. Naja, dass die es weitermelken werden, ist natürlich nie ausgeschlossen. Ich meine, das ist halt der Einzige gewesen, der sich gerechnet hat. Vielleicht kommt da noch ein vierter Teil. Auch gar nicht mal so Vielleicht irgendwie schlecht, mit muss ich anderen sagen. Schauspielern. Ja, wobei man hier auch sagen muss, plus 98 Millionen ist jetzt gar nicht mal so viel, wenn du halt 650 Millionen investiert hast, also Werbung und Filmkosten. Ist, ja, Ja, ist irgendwie schon. nicht so der Hit.
So, Okay. gehen wir weiter. Dann haben wir So, jetzt, unser also Film. wir brauchen nicht alle Zahlen im Detail durchklamüsern, aber die kleine Meerjungfrau hat 40 Millionen Miese gemacht. Die hatten auch ein Wahnsinnsbudget. Also man muss hier vielleicht dann doch mal kurz das Budget ansprechen. Wenn man das vergleicht, geh nochmal bitte hoch zu den Guardians. Die hatten ja 325 Millionen für beide Filme. Und das sind wirklich hier so die ganz großen Dinge. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Drittelmilliarde, weil das halt wirklich die mit CGI vollgestopften Filme sind, wo der Abspann dann irgendwie 5 Minuten geht, weil auf der ganzen Welt 1000 VFX-Künstler daran gearbeitet haben. Davon haben wir nichts gemerkt in Kleine Meerjungfrau. Naja, alles, Aber was so unter war's. Wasser war, war animiert. Ja, Genau. alles, was am Aber ich meine, Land vom war, war Aussehen halt. Es sah halt nicht super nicht toll gut aus. aus, ja. Genau. Dann haben wir The Boogeyman, sagt mir leider nichts, hat auch 14 Millionen Miese gemacht. Aber Elemental, auch den haben eher ein wir kleinerer gesehen. Film, so, ne? Elemental haben wir gesehen, der hat sich fast Fast gerechnet, geschafft. hat nur 1,5 Millionen Miese gemacht. Könnte sich jetzt natürlich noch rentieren demnächst durch, also ich gerade auch durch Merchandise vielleicht. Also verkaufst du noch irgendwelche Lego-Figuren, hast du nicht Der gesehen, war ja keine auch Ahnung. verglichen hier mit Kleine Meerjungfrau besser. Ja, auf jeden Fall. So, Indiana Jones. Ach Da du sind wir Schande. in derselben Budgetregion. Ja, 350 Millionen Budget und Defizit 158 Millionen. Legt mal einfach mal so auf den Tisch für diesen Film. Bam. Die sind einfach mal weg. Das halbe Budget nicht mal eingespielt. Ja, richtig mies auch hier Haunted Mansion. Und ich sag richtig mies, weil das Budget ja viel geringer ist. Also bei einem geringeren Budget, da könnte man sich ja eigentlich mehr Defizit erlauben. Sorry, kann man sich nur weniger Defizit erlauben. Also da kam 200 Millionen Dollar und ja, hat. Fast 75% Miese. Ja, genau. Dann haben Ist wir das Haunting in dieser, wo wir Venice. den Trailer da gesehen haben mit diesen ja, äußerst vielfältigen Detektiven? Richtig, die Oh Geistervilla hieß ja Gott. auf Deutsch Ach und je. basiert so ähnlich wie Fluch der Karibik auf einer Disney-Fahrgeschäftsattraktion. Also ich war da selber mal in Disneyland in diesem Geisterhaus und daraus haben die halt einen Film gemacht, wie damals bei Fluch der Karibik. Da war Aha. es ja auch so. Gut, dann haben wir A Haunting in Venice. Ich als Agatha Christie-Fan habe das schon gerne gesehen, weil ich die ersten zwei Teile nicht so dolle fand. Und zwar gab es halt jetzt diese neuen Verfilmungen Mord im Orient Express vor ein paar Jahren, ich glaube 2019. Und dann gab Mord es auf dem vor Nil gab es auch noch mal, zwei ne? Jahren oder so Tod auf der Nil, genau. Und jetzt kam hier der dritte Teil, A Haunting in Venice. Das war hier der Schneewittchenmord oder so hieß das auf Deutsch. Ist wirklich überhaupt eigentlich eins der besseren Bücher von Agatha Christie, muss ich sagen. Also da schon komisch gewählt. Und die haben daraus so eine Horror-Story gemacht. Also es hat hinten und vorn, finde ich, nicht gepasst. Naja, jedenfalls hier Defizit auch ordentlich dabei. 39 Millionen bei einem Budget von 100 Millionen. Du hättest es Ist mit halt deinem schon krass. Kinobesuch retten können, Mensch. Ja, aber ich habe schon nach dem Mord im Orient Express gesagt, nee, das schenke ich mir jetzt hier. Dann haben wir The Creator. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das von Disney ist. Schade, dass das ein Flop ist, weil der wurde an vielen Stellen gelobt, dass das so seit langem mal wieder ein schöner, guter Science-Fiction-Film war. Aber auch Defizit an dieser Stelle. Dann haben wir Marvels. Das ist ja Oh, natürlich die jetzt bin ich gespannt. Vollkatastrophe. Jetzt scrolle ich mal zum Plus-Minus runter und. Genau. Eieiei, 150 Millionen Dollar minus bei den Marvels. Eieiei, das tut weh. Aber das muss wirklich eine grausame Watsche gewesen sein. Also der lief gar nicht gut, Marvels. Also auch schon an dem Startwochenende, da kann man ja schon viele Zahlen ablesen, wie viele Besucher drin waren. Das lief nicht gut. Also bei all diesen Filmen kann man vielleicht sogar denken, ja, irgendwie werden die für ihre woke Agenda abgestraft. Die sind sich ja alle in der Hinsicht ähnlich. Ja, und das Superhelden-Ding ist auch so ein bisschen totgeschaut mittlerweile. Also Ja, da total. kommen diese zwei Faktoren zusammen. Total. Gut, dann Next Goal Wins, wieder ein Film, den ich nicht kenne. Das hat vielleicht was mit Fußball zu tun. Auch mal eben minus 20 Millionen Dollar. Ja, und auch da hier, also bei einem Budget von gerade mal 25 Millionen, dann so ordentlich miese. Das tut schon weh. Ja. Und zuletzt Wish, das werden jetzt hier nur, ja, da steht auch Vorläufige hinten Zahlen sollen, ja. Estimate, genau. Genau, ab der Marvel steht hier immer Estimate. Da wird auch geschätzt 175 Millionen Dollar miese, also sogar noch mal mehr als The Marvels. Und wir haben den Film vor kurzem gesehen, wir haben auch ein Video dazu gemacht. Das ist wirklich, kommt nicht von ungefähr. Also Wish ist wirklich ein katastrophaler Disney-Film geworden. Der Jubiläumsfilm muss man anmerken. Und ach Gott, oh Gott. Man könnte fast sagen, das wird nur durch Kritiker und Hate-Watcher getragen, das Einnahmeergebnis. Wahrscheinlich. Und jetzt schreibt er hier unten, der Autor nennt halt Disney das Disney Grooming Syndicate. Okay. Ja,
Also gut, wie unvoreingenommen der Autor ist, sei jetzt mal dahingestellt. Der kommt jetzt auf jeden Fall auf ein Gesamtminus von 745,5 Millionen Dollar für Disney dieses Jahr. Und ja, das ist eine Marke. Also Bob Iger, alles richtig gemacht. Das ist jetzt zurzeit der Chef von Disney. Ja, also das können die sich auch nicht ewig leisten. Nein, nein, da müssen die bald mal umdenken. Und ich glaube auch nicht, dass der Schneewittchen-Film das rausreißen wird, weil er einfach so teuer ist am Ende. Also da werden die Ja, bei plus nee. minus null rauskommen, wenn Auf er jeden gut ist. Fall. Auf jeden Fall, ja. Also die Also müssen sich langsam mal was überlegen. es gibt sogar Stimmen, die meinen, naja, vielleicht machen sie es bei Schneewittchen sogar so, dass sie den canceln. Also ist Oh. halt jetzt die Frage, wie viel sie reingebuttert haben, aber das kann eigentlich auch nur ein Minus werden. Aber ja, mal sehen. Würdest du ihn dir anschauen, wenn die sich eins zu eins an der alten Geschichte orientieren würden? Ehrlich gesagt, auch dann nicht. Ich finde, Schneewittchen ist ein denkbar schlechter Disney-Film für ein Remake. Also, bei Schneewittchen, ich fand schon den Zeichentrick absolut langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aha. Ja, weil der halt noch nicht diese Musical-Disney-Formel hat, die die späteren haben. Also, klar wird da auch hier da ein bisschen gesungen, aber es ist halt noch ein ganz anderes Level. Also, ich fand, wo ich das schon gehört habe, Schneewittchen wird neu verfilmt, da habe ich mir schon gedacht, ja, den Disney fällt wirklich gar nichts mehr ein. Also, dass man die größeren, wichtigeren Disney-Filme verfilmt, wie König der Löwen, Schön das Biest, Aladdin, alles klar. Aber Schneewittchen, ganz ehrlich, wer wartet auf eine neue Schneewittchen-Verfilmung? Wer sagt jetzt da draußen, ich mag Disney-Filme und was ist dein Lieblingsfilm? Schneewittchen, also das habe ich noch nie gehört und ich bin großer Disney-Fan. Zumal ich verstehe es auch nicht ganz so aus der Ferne betrachtet, mit Frozen und sowas, das sind die doch, die oder haben die Prinzessinnengeschichte erfolgreich wieder aufgewärmt. Also sie trauen sich ja schon noch Sachen. Ist ja nicht wie bei Star Wars der Aufguss vom Aufguss vom Aufguss. Ja, ah, das ist richtig, ja. Aber, Oder hier diese Südseeprinzessin da, das war ja auch Genau, mal ein die ganz Vajana. neues Setting. Ob das jetzt gut Sind oder halt jetzt schlecht ist. einfach vor kurzem falsch abgebogen. Also gerade Wish, die werden das vor ein paar Jahren angefangen haben zu produzieren und wie wir halt in der Bibel schon gesagt haben, das war einfach so mega kalkuliert auf Vogue und Multikulti. Und das rechnet sich nicht. Ach stimmt, solche Filme haben ja doch ein bisschen Vorlauf, trotz allem, ja. Ja. Das heißt, wir kriegen noch ein paar schöne ins Kino Genau. von dieser Sorte Film. Ja. So, wollen wir zur nächsten Story gehen, zur letzten des Tages? Ja. Genau, und zwar haben wir Thema, hier ein. oder willst du noch was sagen? Warte, vielleicht, ich muss das mal kurz einordnen. Okay. Und zwar geht es uns jetzt nicht um das Video hier speziell, wir haben das jetzt gar nicht gesehen, beide, aber ich habe mal so ein bisschen bei RTL gestöbert oder generell bei privaten Fernsehsendern, ob es da auch lustige, woke Sachen gibt. Ich bin darauf gestoßen, dass tatsächlich RTL jede Woche ein Klima-Update veröffentlicht. Also so eine Art Teil des Wetterberichts, wo es halt um Klima geht, um neue Entwicklungen, die sich ja, also was man da auch immer jede Woche berichten will. Also ich meine, Klima ist ja so ein Ja, die Welt ist über 1000 Jahre sich erstreckendes Ding. Na ja, gut, ich mach mal los, ja? Ja. Herzlich willkommen zum Klima-Update. Na, haben Sie Lust auf weiße Weihnachten oder fahren Sie gerne Ski? Haben Sie vielleicht auch schon den Winterurlaub gebucht? Ja, auch gerne mal über Silvester. Vielleicht haben Sie es im vergangenen Winter schon bemerkt, da hatten viele Skigebiete ja mit Schneemangel zu kämpfen. Neue Simulationen eines Forscherteams aus Grenoble zeigen jetzt, dass das in Zukunft die Regel werden könnte. Wenn sich das Erdklima jetzt noch um nur ein knappes Grad weiter erwärmt, dann wird nur noch in 47% der europäischen Skigebiete genügend Schnee für Wintersport liegen. Steigt die globale Erderwärmung sogar um 3 Grad, bleiben nur 2% der Gebiete befahrbar, zumindest mit natürlichem Schnee. Tja, vielleicht ein Ansporn, alles dafür zu tun, dass die Erderwärmung nicht weiter zunimmt. Wenn Sie wissen wollen, wie gefährdet Ihr Lieblingsskigebiet durch den Klimawandel ist, schauen Sie mal bei wetter.de nach. So, So, lass es mal im das war das Hintergrund weiterlaufen. Klima-Update. Warte ganz kurz. Also, wobei, warte, du hast recht, wir lassen es doch weiterlaufen. Ich hatte nur gerade überlegt, ob es Sinn macht, von wegen, ne, dass wir dann abgemahnt werden oder so. Ob wir das jetzt hier pausieren und wenn wir abgemahnt werden, wird man nur das klippen, was gezeigt wurde. Aber ja, wir machen es jetzt. So, also, ja, was ist der Sinn dieses Clips letztlich? Habt ihr jetzt das Gefühl, ihr seid jetzt wirklich wissenschaftlich hier aufgeklärt worden oder so? In der Kürze der Zeit, also das geht ja gar nicht. Nee, der Sinn ist natürlich, dass du jede Woche das Thema Klima reingedrückt bekommst. War aber sehr, sehr wissenschaftlich akkurat. Eine Forschergruppe
hat festgestellt, es könnte Ja, Quelle. eventuell bei, ne, 1 Grad, ne, aber man weiß es nicht. Blende halt wenigstens eine Quelle ein und worauf basiert das und überhaupt. Und ja, jetzt gerade hier auch mit dem Ski und dem Schnee. Also, wenn man jetzt aktuell rausschaut, sieht es irgendwie nicht so aus, als würde es an Schnee mangeln. Gut, das sagt man jetzt natürlich, ja, Kleines. aktuell. Das ist ja nicht im Ganzen betrachtet, die Statistik und pipapo. Aber naja, es ist einfach clownwältig, finde ich, Ich lasse das mal so unsere schöne Erde jetzt einzublenden. hier. Genau. Die Erde wird wärmer, ja. Das ist eigentlich so das Signalbild hier, richtig. Die Erde wird grüner und meine Güte. Also das ist nachgewiesen, es gibt halt mehr Pflanzen jetzt auf der Erde. Und das heißt, zwangsläufig müsste dann auch der CO2-Gehalt sinken, wenn es mehr Pflanzen gibt. Könnte man ja so schwurbeln. Und 3 Grad, come on. Also ich glaube, wenn wirklich die Temperatur um 3 Grad steigen würde, dann wäre Skifahren im Greta-Narrativ das, worüber wir uns am wenigsten Sorgen machen sollten. Ne? Ja, Da da, kocht naja. ja die Welt schon. Ja, da haben wir dann ganz andere Probleme, wenn das so eintreten würde. Naja, gut, ich will das auch gar nicht so im Detail bewerten. Ich finde es einfach nur launig genug, um es hier mal zu präsentieren. Ist halt erstaunlich, dass es nicht von den Öffis kommt, ne? Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Naja, gut. In dem Sinne, mit schönen Winteraussichten wollen wir euch mal verabschieden, ne? Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.